Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Willkommen bei Fellner live und wir starten heute mit der Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Schönen guten Abend. Guten Abend. Frau Ministerin, natürlich ganz aktuell die heutige Invasion russischer Truppen in der Ukraine. Wie schätzen Sie denn die Lage in der Ukraine ein? Also wir haben gesehen, dass Russland eine Grenze überschritten hat und klar Völkerrecht verletzt hat. Ich würde fast sagen, es ist das Ende einer Ära seit dem Fall der Berliner Mauer. Wir werden wohl diese Jahrzehnte, die wir jetzt hatten, diese friedlichen, so in Europa nicht wiedersehen. Die Situation ist extrem kritisch. Wir hatten heute auch eine Runde mit Unternehmen, die dort auch tätig sind und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort haben, gemeinsam mit dem Außenminister. Und da war schon klar, dass innerhalb weniger Stunden die Energie zusammengebrochen ist, die Erreichbarkeit nicht mehr da, das Internet zusammengebrochen ist und die Menschen um ihr Leben fürchten müssen. Und das ist unakzeptabel, hier Politik mit Gewalt zu verbinden. Mitten in Europa, da hat Russland wirklich eine Grenze überschritten. Welche Maßnahmen oder welche Sanktionen sollten denn jetzt Ihrer Meinung nach getroffen werden gegen Russland? Nun, die Europäische Union wird rasch und auch hart reagieren mit Sanktionen gegen Russland. Das ist das Mittel, das der Europäischen Union zur Verfügung steht. Wir warten auf diese Ergebnisse im Moment. Es ist wichtig, dass hier Österreich mit den anderen Ländern im Gleichschritt unterwegs ist und dass wir hier diese Sanktionen noch teilen werden. Inwiefern kann Österreich denn hier eigentlich auch eigene Schritte setzen? Gibt es ja immer wieder auch Stimmen, die sagen, wir sind ein neutrales Land, wir müssen uns sozusagen auch dementsprechend verhalten. Oder sind Sie der Meinung, in so einem Fall, wenn Völkerrecht klarerweise gebrochen wird, dann gibt es auch keine Neutralität mehr? Nun, das hat mit der Neutralität nichts zu tun, sondern es ist in der Europäischen Union eine Frage dessen, möchten kleinere Länder wie Österreich überrannt werden von großen militärischen Nationen wie Russland oder stehen wir hier an der Seite der Ukraine und das tun wir. Das Mittel der Wahl der Europäischen Union sind nicht die Panzer, sondern es sind die Sanktionen und das ist das Mittel, das auch hier angewendet wird. Aber weil Sie sagen, das Mittel der Wahl sind die Sanktionen. Jetzt sagen viele, die Sanktionen sind eigentlich zahnlos, weil im Endeffekt schaden die der Europäischen Union mehr als Russland. Ja, aber Gegenfrage, die Europäische Union ist keine Militärunion, hier mit Panzern gegenzuhalten, das ist nicht die Rolle der Europäischen Union. Das, was hier gemacht werden kann, wird getan. Aber darüber hinaus, glaube ich, ist es wichtiger, dass ich mich als Wirtschaftsministerin auch einsetze dafür, dass die Unternehmen auch entsprechend, wenn es solche Sanktionen gibt, auch unterstützt werden. Die Europäische Union hat in Aussicht gestellt, von der Leyen, ein Unterstützungspaket. Das werde ich als Ministerin, auch als Wirtschaftsministerin, stark für die Unternehmen auch einfordern. Österreich ist ein Land, das stärker betroffen ist, Sie haben es richtig gesagt, als andere Länder. Aber es ist auch Tschechien, die Slowakei und auch Deutschland. Und hier muss es in diesem Fall schon Unterstützung auch geben. Und wir können natürlich auch von österreichischer Seite her etwas bauen, damit wir den Unternehmen helfen. Sie haben gerade gesagt, Sie haben mit österreichischen Unternehmen heute auch Gespräche geführt, die vor Ort in der Ukraine tätig sind. Wie ist denn die Lage vor Ort? Was berichten Ihnen diese Unternehmen? Wie dramatisch ist das wirklich? Ja, wir haben 20 Unternehmen, die Produktionsstätten vor Ort haben. 200 Unternehmen, österreichische, haben Niederlassungen und die Situation ist sehr dramatisch. Es ist quasi die Produktion zur Gänze zusammengebrochen. Es gibt keine Energie, es gibt keinen Internetzugang. Die Mitarbeiter sind geflüchtet, haben Angst um ihr Leben. Es geht jetzt primär um das Leben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das haben uns auch die Unternehmen so mitgegeben und erst dann in zweiter Linie
Dinge. Darum, wann sie wieder arbeiten können, wenn die Betriebe wieder funktionieren können. Es ist eine so dramatische Situation und dass das so nahe an Wien passieren muss, an Österreich passieren muss. Wenn wir so mit dem Zirkel fahren, unser Kanzler hat es eh gesagt, ist die Ukraine und Kiew sehr nah, so nah wie Vorarlberg. Und das ist wirklich sehr, sehr beunruhigend. Wir tun alles, um die Unternehmen zu unterstützen. Wir sind im Wirtschaftsministerium gemeinsam mit den Botschaften in den Ländern durch die Außenhandelsstellen vor Ort. Als Anlaufstelle, als Unterstützung geben wir hier Hilfe, sind Single Point of Contact gemeinsam. Wo immer wir die Unternehmen unterstützen können, tun wir das. Und zwar in beider Siegen. Das sind ja Unternehmen, österreichische, die in der Ukraine tätig sind. Es haben aber auch viele Unternehmen, die in Russland tätig sind, viele Fragen an uns. Welchen Prozentsatz des Handels hat denn der Handel mit Russland, aber auch mit der Ukraine an unserer Exportwirtschaft derzeit? Ja, wir haben das Handelsvolumen ist in Summe natürlich zurückgegangen, schon in den vergangenen Jahren. Mit der Ukraine haben wir 1,5 Milliarden Euro Volumen. Das ist eigentlich im vergangenen Jahr erfreulicherweise gestiegen um 19%. Das ist jetzt natürlich, steht zur Gänze in Frage. Und mit Russland haben wir ein Handelsvolumen von ca. 5 Milliarden Euro. Hier ist vor allem die Investitionen Österreichs, sind wir in der Ukraine sehr viel noch präsenter auch. Wir sind hier die Nummer 6 an Investitionen, vor allem im Bereich der Produktionen. Ich habe es gesagt, Ski werden dort hergestellt von unterschiedlichen Unternehmen, im Bereich der Maschinen, der Produktionen, aber natürlich auch im Finanz- und Dienstleistungsbereich. Welche Sektoren sind denn da jetzt am stärksten betroffen? Weil wir haben ja zum Beispiel heute gesehen, an der Wiener Börse gab es massive Abstürze bei Finanztiteln. Die RBI, also die Raiffeisenbank International, ist zeitweise um bis zu 20% eingebrochen. Die Aktie, also ein Fünftel des Börsewertes, verloren, fast unvorstellbar. Ist der Finanzsektor hier am stärksten betroffen Ihrer Meinung nach oder eher die produzierende Industrie? Wie sehen Sie das? Ja, in gleichem Maße. Sind die natürlich börsennotierte Unternehmen sind immer sehr, sehr stark exponiert und der Börsenkurs reagiert sehr rasch. Das sind Raiffeisen- und Versicherungsgesellschaften, ist ja bekannt. Und daneben sind es eben in der automotiven Zulieferindustrie, Alpin, Langlaufski, Fruchtzubereitung, Bau- und Isoliermaterialien. Das sind alles Unternehmen, die in der Ukraine vor Ort tätig sind. Wie lange befürchten Sie denn, dass das auch Auswirkungen haben wird auf die österreichische Wirtschaft, dieser Ukraine-Krieg? Ja, das ist natürlich ein dramatischer Schock, der jetzt da stattfindet. Und das wird Auswirkungen haben. Wir haben uns angeschaut, was haben die letzten Veränderungen, und die waren ja geringer, für Auswirkungen damals gehabt. So circa 400 Millionen Euro an Wertschöpfung hat Österreich pro Jahr eingebüßt. Wir analysieren, es ist jetzt noch etwas zu früh, aber wir analysieren mit dem WIFO. Wir haben einen Auftrag an das Wirtschaftsforschungsinstitut gegeben, eine Analyse zu machen, wie dann die Sanktionen, die jetzt bestehen, wie sich die auswirken werden. Jetzt hat die österreichische Wirtschaft gerade die Corona-Pandemie hinter sich gebracht. Es geht langsam oder ging langsam bergauf, was das Wirtschaftswachstum gezeigt hat. Jetzt beginnt gerade dieser Ukraine-Krieg, der wahrscheinlich monatelang dauern wird. Was wird das für Auswirkungen auch auf das Wirtschaftswachstum des heurigen Jahres haben, Ihrer Meinung nach? Ja, wir werden klar eine Bremse beim Wirtschaftswachstum in ganz Europa sehen, aus meiner Sicht. Wie weit sich das auf Österreich auswirken wird, müssen wir noch analysieren. Drum gilt es auch hier ein Paket zu schnüren. Ich habe zuerst gesagt, es ist auf der einen Seite die Europäische Union, die hier handeln muss und auch angekündigt hat, dass sie handelt. Das werde ich hier als Wirtschaftsministerin stark einfordern. Das hat es bei den früheren Sanktionen ja definitiv nicht gegeben. Das ist eine Veränderung, und das haben wir auch so immer wieder in den Gesprächen betont. Und das Zweite ist, wir müssen unseren Unternehmen helfen mit Liquiditätsmaßnahmen, Überbrückungsgarantien, da sind wir gerade in Vorbereitung. Und wir haben eben dieses Außenwirtschaftspaket, das wir haben. Wo können wir helfen? Alternative Märkte, zusätzliche Zugänge zu neuen Märkten, etwas von diesen Verlusten auch zu kompensieren für gerade jene Unternehmen, die dort tätig sind. Aber das heißt, es wird auch österreichische Hilfspakete geben? Wir sind in Vorbereitung. Mhm. Jetzt gab es auch viel Kritik in den letzten Stunden eben auch an der Rolle der österreichischen Wirtschaft in Russland.
wurde kritisiert, dass da teilweise sozusagen der wirtschaftliche Profit oder die wirtschaftlichen Interessen in Russland vor sozusagen moralische oder völkerrechtliche Aspekte gestellt werden. Können Sie das nachvollziehen? Gab es unter anderem in den letzten Tagen auch ein Interview des ehemaligen Wirtschaftskammerpräsidenten, das für viel Aufregung gesorgt hat? Nun, ich kann das nicht nachvollziehen, denn bis vor zwei Tagen oder jetzt unmittelbar gab es keinen Krieg mit Russland. Das muss man so auch sehen. Es gab Sanktionen, die wurden eingehalten, auch von Österreich streng eingehalten, aber es gab keine kriegerische Situation. Die jetzige ist mit nichts auf der Welt vergleichbar und mit nichts, was bisher da war. Da geht es um Menschenleben, es geht darum, dass Menschen flüchten müssen, dass Menschen, Kinder, Familien um ihr Leben laufen müssen, und Krieg ist mit nichts vergleichbar und deshalb auch nicht mit früheren Situationen. Jetzt gibt es auch schon Forderungen, dass man auch das SWIFT-Abkommen mit Russland aufkündigen soll, also sprich den Zahlungsverkehr einstellen soll. Wie stehen Sie dazu und was würde das für Auswirkungen haben? Nun, es ist eine Maßnahme, die diskutiert wird. Ich gehe davon aus, dass es jetzt im zweiten Paket noch nicht dabei sein wird. Aber es ist immer offen, dass wenn es noch zu weiteren Eskalationen kommt, man weiß nicht, was Russland noch tut, dass das dann eine Maßnahme ist, die auch Österreich natürlich dann auch mittragen wird. Aber würde das dann nicht de facto bedeuten, dass österreichische Unternehmen in Russland sich komplett zurückziehen müssten? Wir haben hier Gespräche geführt mit der Raiffeisen, die klar sagt, man müsste, sie müssten dann auf frühere Methoden zurückgreifen. Das ist in Prüfung, inwieweit so etwas möglich ist. Was natürlich die große Angst ist, die jetzt auch mit diesem ganzen Konflikt in der Ukraine hinhergeht, das sind die Energiepreise. Da gibt es ja von den Russen schon sehr offen ausgesprochene Drohungen, dass man die Gaspreise erhöhen wird. Auf was müssen wir uns da gefasst machen? Ja, wir haben in der Vergangenheit schon gesehen, dass die Preise stark gestiegen sind und wir haben jetzt zwei Herausforderungen. Die eine ist die Versorgungssicherheit und hier hat die zuständige Energieministerin Leonore Gewessler auch eine Garantie abgegeben dafür. Sie hat ganz klar im Krisenstab gesagt, dass sowohl die Haushalte als auch die Unternehmen hier nichts zu befürchten haben und dass hier die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Ich setze auch sehr stark darauf, gerade für die Unternehmen ist es wichtig, sie sind auch auf Gas angewiesen, aber natürlich auch für die Haushalte. Hier sind von Seiten des Energieministeriums alle Maßnahmen getroffen, wurde uns im Krisenstab auch kommuniziert. Und das ist mal das Erste, das Wichtige, Versorgungssicherheit. Ich werde auch hier das stark einfordern und habe ich auch schon entsprechend getan. Aber weil Sie gerade die Versorgungssicherung angesprochen haben, Entschuldigung, muss ich kurz eine Zwischenfrage stellen. Kann Österreich überhaupt ohne russisches Gas auskommen? Wir haben, das ist richtig, dass die Gasreserven jetzt sehr niedrig sind, dass sie niedriger sind als in den letzten Jahrzehnten. Und aus meiner Sicht, ich habe das auch schon klar zum Ausdruck gebracht, müssen wir jetzt schauen, schon vorbeugen für den nächsten Winter, dass wir hier Gas einlagern, dass wir hier Gas zukaufen, wir heißt die Energiewirtschaft, und dass wir ihr auch Vorsorge treffen. Es gibt eine Erdölbevorratung. Aus meiner Sicht muss es sowas wie auch eine Gasbevorratung geben. Diese Schritte sind zu setzen. Die entsprechenden Energiegesetze, die bei der Energieministerin sind, geben das her. Man kann hier entsprechend auch Bevorratung geben. Ich als Wirtschaftsministerin spreche mich natürlich dafür aus. Warum? Wir brauchen Sicherheit nicht nur für die Haushalte, für die gibt es ja eine Bevorratung. Wir brauchen sie auch ganz klar für die Wirtschaft. Nichts schlimmer, als wenn dort ein Ausfall wäre. Aber es wird hier gearbeitet, es gibt Arbeitsgruppen und ich gehe davon aus, dass dem Vorschlag auch nachgegangen wird und der auch geprüft wird und umgesetzt wird. Das Zweite sind die Preise, die Sie angesprochen haben. Die nach oben gehenden Preise sind eine große Herausforderung. Deshalb haben wir schon jetzt in der Anfangsphase, wo die Preise gestiegen sind, 1,7 Milliarden Euro in die Hand genommen, Betriebe und Haushalte unterstützt. Und ich habe schon damals gesagt, wenn mehr notwendig ist, dann muss es dort auch mehr geben. Wir müssen jetzt diese Preise beobachten, die eben sehr, sehr stark nach oben gehen. Was hier zu tun ist, muss getan werden. Weil Sie die Preise jetzt auch angesprochen haben, jetzt haben wir schon im Jänner eine Rekordinflation gehabt, 5% Teuerung. Wie stark, rechnen Sie denn, wird dieser Ukraine-Krieg die Teuerung noch weiter nach oben treiben in allen Bereichen?
Ja, das Problem dabei ist auch, dass natürlich auch Wertschöpfungsketten, so wie wir es bei der Covid-Krise haben, die noch nicht ganz erholt sind, auch durch diese Krise unterbrochen werden. Wir haben Häfen, die hier entsprechend nun abgeschnitten sind, wo Waren auch international hereinkommen. Das wird man sich anschauen müssen. Und die Ukraine ist natürlich auch einer der größten Getreidelieferanten der Welt. Wir kommen jetzt ins Frühjahr zur Aussaat und in einem Kriegsgebiet wird das wohl nur sehr schwer möglich sein für die Unternehmen, die das dort machen. Das heißt, es ist schon zu erwarten, dass es sich Auswirkungen auch hat auf Preise. Wir werden alles tun, die nicht nur genau zu beobachten, sondern, und das haben wir ja schon gezeigt, mit unserem 1,7 Milliarden Paket auch uns dagegen zu stemmen und entsprechend Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Und abschließend noch eine Frage, eine ehemalige Regierungskollegin von Ihnen, die ehemalige Außenministerin Karin Kneißl, die hat ja Wladimir Putin damals sogar zu ihrer Hochzeit eingeladen und tritt mittlerweile in russischen Staatsmedien auf, um dort das russische Vorgehen zu verteidigen. Wie sehen Sie diese Haltung Ihrer Ex-Kollegin? Sie ist jetzt eine Privatperson. Ich erspare mir Interpretationen oder Aussagen zu ihr persönlich. Ich sage nur eines, Russland ist im Krieg. Das ist eine Situation, die nie da gewesen ist. Das ist ein Aggressor, den wir in Europa nicht verdient haben und den wir auch entsprechend so entgegenhalten sollten, dass Gewalt und Politik nicht geht auf allen Ebenen. Man könnte das auch von einer ehemaligen Außenministerin erwarten. Frau Ministerin, vielen Dank für den Besuch im Studio. Wir machen gleich weiter und bleiben beim Thema Ukraine-Krieg. Gleich bei mir zu Gast ist der ukrainische Botschafter in Wien und mit ihm werden wir natürlich gleich über die aktuelle Situation in der Ukraine sprechen und natürlich auch die Frage, welches Vorgehen würde er sich vom Westen, aber auch von Österreich erwarten. Kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter.